Vor kurzem ist der Ausschuss Digitale Agenda zu Ende gegangen. Heute das wichtigste Thema auf der Tagesordnung, die aktuellen Trilog-Verhandlungen in Europa zum Thema Urheberrechtsreform. Da haben wir den Vertreter der Bundesregierung gefragt, warum sie eigentlich die Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag drinsteht, nämlich Upload-Filter zu verhindern, nicht auf europäischer Ebene durchsetzen. Die komische Antwort darauf war, es stünden ja sich einander ausschließende Dinge im Koalitionsvertrag, nämlich nicht nur Upload-Filter zu verhindern, sondern auch die Rechte der Urheber zu stärken. Auf Nachfrage hat man bestätigt, dass man keine einzige Idee hat, wie man anders als mit Upload-Filtern, was nicht mal wirklich funktioniert, die Rechte der Urheber stärken kann. Wir haben auch gefragt, ob es denen eigentlich egal ist, dass 6 Millionen Europäerinnen und Europäer sich gegen Upload-Filter ausgesprochen haben. Darauf sagte man, doch, die Sorgen der Bürger, die nehme man total ernst. Leider führt es nicht dazu, sich anders zu verhalten. Wir haben auch gefragt, warum man denn das Leistungsschutzrecht, das in Deutschland seit vielen Jahren da ist, überhaupt nicht funktioniert, die Verleger viel Geld kostet und Google keinen einzigen Euro aus der Tasche gezogen hat, was der Grund für das Leistungsschutzrecht gewesen ist, warum man Jahre später keine Evaluation gemacht hat, die deutlich nachweist, was für ein für die Füße Gesetz dieses Leistungsschutzrecht ist, warum man das ausgerechnet jetzt für die ganze europäische Ebene ausrollt. Da hat man dann gesagt, am Anfang war es zu früh zum Evaluieren und danach waren ja Gerichtsverfahren anhängig. Die laufen jetzt erstmal durch alle Instanzen und im Mai erwartet man dann ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und das könnte sehr wohl bedeuten, dass ein Leistungsschutzrecht wieder abgeschafft wird. Dann haben wir also Artikel 11 aus der Urheberrechtsreform weg, der aber ganz eng gekoppelt war an Artikel 13, in dem die Upload-Filter drinstehen. Man hat da ja gegenseitig Dinge als Kompromiss verhandelt. Das ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Idee. Und wir finden es sehr fahrlässig, so etwas überhaupt zu machen, ein Leistungsschutzrecht zu vereinbaren, das man nicht evaluiert hat und von dem wir in Deutschland eigentlich schon wissen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Wir haben auch die Frage gestellt, ob die Bundesregierung eigentlich glaubt, dass Upload-Filter überhaupt funktionieren. Ihr da draußen wisst wahrscheinlich alle, dass sie nicht funktionieren, dass sie alles Mögliche mit allem Möglichen verwechseln, nicht in der Lage sind, zwischen Satire und anderem Content zu unterscheiden. Die Antwort darauf war auch nicht, dass man glaubt, dass alles prima funktioniert, sondern dass ja nichts perfekt ist. Kein Richter würde perfekt entscheiden können, darüber gäbe es ja auch Berufungsverfahren und auch Upload-Filter wären natürlich nicht perfekt. Und es käme nur darauf an, dass man effektive Beschwerdemechanismen hat. Die sind dann wahrscheinlich genauso effektiv wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also auch für die Füße. Alles in allem, unterm Strich eine sehr enttäuschende Befragung der Bundesregierung zum Thema Urheberrechtsreform. Ich bin extrem pessimistisch zu dem, was da passiert in Brüssel. Und wir werden jetzt sehen in den nächsten Wochen, wie es damit weitergeht. Ich hoffe, ihr engagiert euch weiter. Noch ist es ja nicht verloren. Noch können wir für Save Your Internet was machen.